Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Banjo-Kazooie. Wir haben das letzte Mal uns in dem Fisch umgesehen und haben so gut wie alles dort ausgeforstet, was es dort gab. Soweit ich gesehen habe, von Noten und sowas, was halt wichtig ist. Die unwichtigen Dinge habe ich teilweise da gelassen, sprich Federn und sowas, die kriegt man ja fast überall geschenkt. Daher habe ich gedacht, okay, lassen wir es mal gut sein. Und dann haben wir hier solche komischen mutierten Krabben besiegt, die uns als Preis einen Puzzleteil gegeben haben. Wenn ich mich nicht alles täuscht, sogar das 7. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel. Wir brauchen auch nur noch einen Jinjo und Noten 18 Stück. Das müsste machbar sein. Vielleicht kriegen wir das auch noch alles in diesem Part hin. Mal sehen. Zunächst will ich erstmal Luft schnappen, damit ich erstmal genau einen Überblick nochmal schaffen kann. Weil ich habe ja das letzte Mal gesagt, wir schauen uns diesmal die anderen Räume an. Oder die Rohre. Weil es hier wohl mehrere gibt. Und von daher hoffe ich doch mal, dass die Röhre, genau so sagt man das. Okay, wo führt uns das hin? Zu einem weiteren Puzzleteil. Und zwar Nummer 8. Doch, da lag ich mit den 7 gar nicht so verkehrt, das ist gut. Wunderbar. Aber jetzt müssen wir wieder Luft schnappen. Sonst ist es aus und alles, was wir gesammelt haben, ist weg. So, also haben wir jetzt 2 Puzzleteile, die uns noch fehlen. Einen kriegen wir durch die Jinjos. Ich bin jetzt gerade nur ganz schön am Überlegen, wo könnte man denn den 8. verstecken? Deswegen gehe ich mal kurz hier drauf, um mal kurz zu schauen. Vielleicht doch unter Wasser alles noch? Um die Sache schön spannend zu gestalten. Fairness in diesem Spiel fernbleiben kann manchmal. Also auch wenn ich das Spiel echt mag und die einzige Kritik, würde ich in diesem Level sagen, ist dieses lange Tauchen und die etwas schlechte Steuerung. Ansonsten ist die Welt teilweise ganz okay. Was haben wir hier? Jinjo! Und damit ein weiteres Puzzleteil. Also Nummer 9. Jetzt fehlt uns noch ein Puzzleteil. Und 18 Noten. Ja, die Noten. Danke sehr. Die Noten sind da auch noch was Wichtiges. Aber wo könnten die sein? Haben wir wirklich alles abgesucht? Ja, da oben waren wir ja drauf. Aber ich habe eine Idee. Oh, das war knapp. Ich dachte, das wäre ja schon da. Sonst wären wir wieder im Fisch drin, ne? Ich will mal hier kurz nach oben gehen, um kurz zu schauen. Moment, da hinten ist irgendwas, oder? Mann, das ist da. Da ist ein Tor. Eigentlich käme man ganz leicht dahin.
Komm, wir nehmen ja den Aufzug hier. Oder den Schnellzug. Dann kriegen wir keinen Fallschaden und können ganz einfach hier entlang gehen. Da ist bestimmt irgendwas. Das sieht so auffällig aus. Auf jeden Fall sehe ich Not. Und ich sehe ein... Ich sehe das letzte Puzzleteil. Wenn du doch nicht so schwenken würdest. Ah! Oh. Oh, ich dachte, ich falle runter. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe eine Idee. Aber dazu müssen wir wieder da hoch. Und zwar ist meine Idee, auf das Ding schießen. Oh, da gibt es einen Schalter? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal drauf zu schießen. Tatsache. Wunderbar. Puzzle Nummer 10. Alle gefunden in dieser Welt. Aber wenigstens das geschafft. So, jetzt muss ich nur gucken, wie komme ich da am besten runter. Also mehr als 50 kann man nicht tragen. Alles klar. Es hätte ja auch einen Schalter jetzt öffnen können. Okay, wir sind noch drauf. Oh je. Nein. Mit dem einfachsten Schlag ihn besiegt. 90, 91, 92. Dann haben wir doch noch nicht alles gefunden. Aber wir waren doch schon so gut wie überall. Oder bin ich jetzt... den falschen Dampfer. Da unten ist eine Röhre. Ich guck mal eben kurz durch diese Röhre nach, ob da irgendwas ist. Da sind Eier. Sind da nur Eier oder sind da auch Noten? Nein. Nur Eier. Das sah so auffällig aus. Ach, da hinten ist noch eine Röhre. Das sind mehrere Röhren. Wir gucken jetzt, da sind Federn. Ich würde aber sagen, ich tauche nochmal ganz kurz auf. Ich glaube oder vermute, dass es da unten noch mehr Röhren gibt, in dem ebenfalls Noten versteckt sein könnten. Möglich wäre alles. Das sind nur Federn. Ich dachte jetzt, weil das so Gold erst aussah, aber das waren ja tatsächlich nur Federn. Guck mal, da hinten haben wir noch eine Röhre. Tatsache. 94. Selbst wenn wir alle hier gesammelt haben, eine müssen wir irgendwo vergessen haben. Hä? Also Leute, ich habe echt keine Ahnung. Ich gehe da nochmal durch. Kann ja nicht sein, dass eine einzeln irgendwo ist. Das wäre untypisch. Hier, 99. Wo ist denn bitte schön der 100.
Wir haben irgendetwas übersehen. Aber was? Und wo? Sag mir jetzt nicht, wir sind tatsächlich im Fisch und haben da tatsächlich irgendeine Note vergessen. Ich geh nochmal rein. Gerade noch so geklappt. Da waren doch auch eine Menge von den Noten. Ich schaue mich nochmal hier um. Es kann aber gar nicht sein, dass wir jetzt tatsächlich eine hier vergessen haben. Nee. Der wird einen auffallen, aber okay. Vielleicht sind wir ja auch schon voller Leben. Oh, diese Welt ist ja furchtbar. Uns fehlt eine einzige Note. Und wenn sie hier nicht ist, dann muss die irgendwo am Anfang des sein. Denn woanders könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen. Ich sehe aber nichts. Gar nichts. Vielleicht habe ich jetzt auch wirklich irgendetwas übersehen. Ich schwimme noch mal einmal hier durch. Also das kann doch nicht sein. Ich sehe die nicht. Oder warte mal, hatten wir jetzt eine vergessen am Startpunkt, weil... Moment, wo guckt der Fisch hin? Hier in der Richtung. Dann ist das diese Röhre. Tatsache, oh, ich glaube es nicht. Wir haben tatsächlich die eine hier noch vergessen. Ach ja, stimmt, wir haben ja nochmal Luft geholt. Ah! Diese Welt ist grausam. Raus aus dieser Welt. Raus aus dieser Welt. Wir haben es aber geschafft. Jetzt müssen wir nur noch heile zurückkommen. Das ist das Einzige, was wir noch machen müssen. Ach ja, und den Krebs haben wir ja am Leben gelassen, falls wir einen Bäcker brauchen. Brauchen wir? Nein. Okay. Dann können wir endlich aus dieser Welt raus. Ich wollte nur mal sicher gehen. Warte mal, was ist das hier? Wird zwar jetzt keinen Sinn mehr machen, weil wir alles haben, glaube ich, aber... Es kann auch sein, dass wir nicht unbedingt alles haben. Wir sind endlich mit dieser Welt fertig. Oh. Diese Welt ist ja... Horror, hier ist ein Schalter, den ich nicht gesehen habe. Wow, jetzt habe ich den gerade gesehen. Was? Das hat es also da hinten mit zu tun. Okay. Vielleicht soll das jetzt auch quasi etwas sein, wo wir
endlich das Puzzleteil auflösen können mit dieser Tür. Ihr wisst schon, die, wo ich das letzte Mal gewesen bin. Nein, nicht. Hau ab! Och, da bist ja du wieder. Wusstest du, dass Gruntilda einen Flohzirkus unter ihren Hexenlift hängt? Ein Flohzirkus, alles klar. Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Ripper hieß. War das ein Knochenhund? Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band Grundis kesselleere, schreckliche Musik. Alles klar, danke. Noch ein Schalter? Ja, nee, ist klar, okay. Ich weiß zwar nicht warum. Aber irgendwas ist doch hier nicht normal. Da schauen wir uns mal hier um. Ja, nee, komm, das kann nicht sein. Eine Sumpfwelt. Oh nein! Und das ist bestimmt Welt 4 und die Eiswelt kommt anschließend danach. Nein! Ach ja, okay, ich weiß schon, worauf es hinaus soll. Sehr clever, Rare, sehr clever. Und warum muss es unbedingt eine Sumpfwelt sein? Was habt ihr euch denn dabei jetzt gedacht? Dieser komische Fisch verfolgt mich, aber ich bin schneller irgendwie. Hui. Tschüss! Hehe! Jetzt muss ich nur noch wissen, wo nochmal die Welt war. Ach, unglaublich! Ach so, hier ging's runter. Moment. Ich glaube, die Welt hat hier in dem Bereich angefangen. Ja, du hast eh keine Chance. Keine Chance gegen das perfekte Du. Ja, ja, genau, ich weiß es. Deswegen habe ich mich so total gewundert, wo dieses... Ja, dieses Puzzle da aufgelegt werden muss. Bis mir dann einfiel, dass Kazooie in der vorigen Welt daraufhin die Sprungfähigkeit gelernt hat. Muss ja auch zu irgendwas Gutem sein. Und das Gute daran ist, dass wir jetzt wissen, wo es lang geht. Und wie diese... Aber ich finde es trotzdem etwas seltsam. Ihr nicht auch? Erstmal, ihr müsst erstmal ein paar Schalter drücken, um rauszufinden, wo die nächste Welt ist. Also ihr müsst quasi danach suchen. Und wenn ihr die gefunden habt, seid ihr euch noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob es die Welt ist. Ach je. Rein in die Welt. Eine Sumpfwelt erwartet uns. Also gut. Wenigstens müssen wir jetzt nicht tauchen. Halte Ausschau nach einem neuen Move, du schlafmütziger Bär. Schlafmützig? Ich schlafmützig? Ich habe hier einige Welten hinter mir. Und hier sind diese komischen... Hey, Füße raus, bevor ich nicht in Buttons... Mit Bottles gesprochen hast. Aha. Ein Jinjo, ein
Mumbo-Schädel und ich glaube, wenn wir da reingehen, werden wir gebissen. Habe ich mir gedacht. Sehr gemein. Was ist das denn? Hä? Moment, mir kommt gerade eine ganz verrückte Idee. Lecker! Krokus mag das! Was? Ich will auch einen leckeren Ei! Was? Jetzt bin ich auch noch da, um euch zu füttern. Ist der Frosch nett? Ey, der hat mich total erinnert an diesen Frosch von Donkey Kong. Ah, gefunden. Das sind Gummistiefel. Das Hühnchen auf deinem Rücken kann sie anziehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch den Sumpf stampfen. Okay, Kazooie, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Hey, du warst nicht hier. Danke, ich wollte ja eh gerade gucken, weil ich ja am Start was vermasselt habe. Wo ist der Start? Da. Ich wollte nämlich zu diesen komischen Honigwaben dahin gehen. Stattdessen habe ich Bubbles gefunden. Das trifft sich ja sehr gut. Und was ist das hier? Schauen wir mal, was diese Stiefel können. Ah! Jetzt ergibt das mit der Schneewelt Sinn. Denn wir kriegen ja diese Stiefel auch. Erst nach diesem Level. Ah, ich erkenne das Muster an dieser. In dieser ganzen Weltgeschichte. So, jetzt gehen wir nochmal rüber. Ich wollte jetzt einfach nur diese Noten nochmal sammeln. Ich glaube, das bewahre ich mir, hebe ich mir für später auf. Mich juckt's hier gerade an dieser Stelle. Was ist das denn? Hier ist ein Schalter. Ach nee, komm! Wenn der Weg jetzt nicht schwer ist, dann, oh, ich merke das Problem. Das Ganze geht auch noch mit Zeit. Wer bist du denn? Nein! Ach komm, das ist doch unfair. Jetzt schaffen wir es nicht mehr. Hä, wo sind wir denn jetzt gelandet? Aua, meine Füße frieren und sind schon ganz taub. Oh. Was soll ich jetzt dagegen tun? Bevor mein Kalt ist, ja, und so weiter und so fort, laber ich irgendwelchen Mist, den ihr nie hören wollt. Wo bin ich denn jetzt gekommen? Ich will wieder zurück zu diesem Puzzleteil. Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht mehr kriege. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn da machen? Jetzt habe ich gar nicht mitgelesen.
Okay. Die andere Welt ist noch dagegen ganz leicht. Dafür haben wir jetzt sofort diese Stiefel. Okay. Man sollte das natürlich nicht doof anstellen. Während die erste, die letzte Welt davor etwas klein war, kommt diese Welt mir etwas zu groß vor. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wir müssen, glaube ich, das Krokodil nochmal füttern. Ja, ja. Ich wollte ja eigentlich auch nur zurück zu diesem Puzzleteil gehen. Bestimmt gibt es von euch auch 3 Stück. Ja, man kommt auch ohne die Stiefel hier rüber. Wo genau taucht denn jetzt das Ding auf? Ich dachte, überein. Lass mich wenigstens einen kurzen Überblick halten. Doch, die taucht ja hier drüber auf. Oh, nee. Das Blöde ist an der ganzen Geschichte, es geht auch noch mit Zeit. Man darf nicht in Zeitdruck stehen. Ich mache langsam, aber ich versuche es irgendwie schnell zu machen. Am besten bei solchen Kurven. Ganz vorsichtig mit Bedacht, den Jinjo hole ich mir auch gleich noch. Ich sehe nichts. Klar, so muss das Ganze wieder kaputt gehen. Also so gut mit Bedacht da dran zu gehen, ja, es ist nicht so einfach. Es ist verdammt schmal. Die Zeit bringt einen auch noch in Druck. Vielleicht sollte ich einfach mal an einer bestimmten Stelle von hier aus vielleicht darüber fliegen. Jo. Dabei hätte es doch einfach sein können. So, jetzt hole ich nur noch. Mal gucke, dass ich noch die restlichen Noten hier oben wegkriege. Dann ist hier oben ja noch ein Jinjo gewesen. Den zweiten, den wir hier schon finden! Und wenn ich nicht aufpasse, dann müssen wir. Ja, ich sollte jetzt wirklich verdammt nochmal aufpassen. Die Frage ist sinnvoll, wo geht's jetzt lang oder wo soll ich am besten hin? Es wäre sinnvoll, wenn ich Leben finden würde irgendwo. Aber ich glaube, am Anfang müsste ja noch diese Honigwabe stehen. Da ist sie. Kann man sie auch so kaputt machen? Ja, ne? Nicht? Ach, Kazooie, zieh die Schuhe aus. Wir brauchen Leben. Was ist dir wichtiger, Schuhe oder Leben? Oh, dann lieber das Leben. Schuhe weg. Los. Gute Entscheidung, Kazooie. Sehr gute Entscheidung. Ach je, Leute. Was habe ich mir da nur angetan? Aber ich würde sagen, ab dieser Stelle beende ich diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen zeigen, Kommentar, Feedback. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir sehen uns das nächste Mal bei Banjo-Kazooie. Bis dahin, ciao.